Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum mittlerweile 14. JC Rheumatology, dem digitalen Journey Club der Rheumatologie. Mein Name ist Luisa Mehnert. Ich bin zwar keine Medizinerin, aber ich gebe heute trotzdem mein Bestes, unsere leider krankheitsbedingt ausgefallene Moderatorin zu vertreten. Dieser Journey Club wird aufgezeichnet und steht eben in wenigen Tagen auf YouTube und auf Twitter zur Verfügung. Dieser Livestream dient als wissenschaftliche Austauschplattform für Wissen und stellt keine medizinische Beratung oder gar Handlungsempfehlung dar. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentarspalte. Am Ende des Vortrags wird es nämlich eine Diskussionsrunde geben. Unser heutiger Gast ist Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin und Rheumatologie am Uniklinikum Ostwestfalen-Lippe, der Universität Bielefeld und bekannter Experte auf dem Gebiet der axialen Spondyloarthritis. Heute wird er mit uns über die aktuellen internationalen Empfehlungen der axialen Spondyloarthritis sprechen. Ich freue mich riesig, euch unseren heutigen Referenten vorstellen zu dürfen und das Wort zu übergeben an Herrn Professor Dr. Med. Martin Utwaleit. Ja, Frau Mehnert, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu können beim Journal Club Rheumatology und hoffe, dass viele interessierte Zuschauer und Zuhörer auch dabei sind. Hier ein paar Disclosures, potenzielle Interessenskonflikte. Ich mache auch Vorträge für Firmen, das sind alles wissenschaftliche Vorträge, aber theoretisch kann das ja Einfluss auch auf die Inhalte heute haben. Ich will berichten über die aktuellen Leitlinien zum Management der axialen SPA. Die gibt es schon lange, sind jetzt aber überarbeitet worden. Aber bevor wir zu den Behandlungsempfehlungen kommen, einmal kurz Revue passieren lassen, was ist eigentlich die axiale Spondyloarthritis? Hier schon zu sehen, ein Mann, dem tut es unten weh im Rücken, kann aber genauso auch eine Frau sein. Die axiale SPA ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die sich vorwiegend an der Wirbelsäule am Achsensklett abspielt, meistens unten anfängt an den Kreuzdarmbeingelenk mit einer Sakroilitis und im Verlauf kann dann eine Spondylitis dazukommen. Und wenn der Entzündungsprozess voranschreitet, kann es auch zu Verknöcherung kommen und zur Einschränkung der Beweglichkeit. Ganz wichtig, diese Erkrankung fängt vor allem bei jungen Erwachsenen an, also die so zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Und was noch wichtig ist, um mit der Diagnose auch richtig zu liegen, ein Großteil der Patienten, 80-90%, sind positiv für den genetischen Marker HLA-B27. Frauen und Männer sind gleich häufig betroffen, wenn man das gesamte Spektrum der axialen SPA anschaut. Und wir haben extraspinale Beteiligungen, die zeige ich gleich nochmal. Die Entzündung an der Wirbelsäule oder eben an den Sakrolekalgelenken, hier eine Sakrolitis, machen wir am besten mithilfe der Kernspintomographie sichtbar. Denn mithilfe der MRT-Kernspintomographie können wir akute Entzündungsprozesse exzellent abbilden. Links also eine akute Sakrolitis auf beiden Seiten und genauso können wir auch die Wirbelsäule untersuchen. Auch hier fluoride Entzündung an den Vorderkanten, Vorderecken mehrerer Wirbelkörper. Wenn die Entzündung längere Zeit besteht, auch sehr intensiv ist, dann kann es zu Schäden kommen an den Gelenken, an den Sakrolekalgelenken, die wir dann auch im Röntgenbild sehen. Zu Anfang sehen wir die nicht im Röntgenbild, sondern nur in der Kernspintomographie. Dann kommt es zu einer röntgenologischen Sakrolitis und wenn das fortschreitet, können die Sakrolekalgelenke auch komplett knöchern durchbaut werden. Dann sieht man den Gelenkspalt im Röntgenbild gar nicht mehr. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, Entzündungsvorgänge an der Wirbelsäule können auch zu Verknöcherungen führen. Das sind dann die Syndesmophyten. Und wenn man Pech hat, verknöchert die gesamte Wirbelsäule und man kann sehr steif werden, so wie der Mann hier auf dem rechten Bild. An extraspinalen Manifestationen sind vor allem zu nennen die periphere Arthritis, meistens nur wenige Gelenke, meistens asymmetrisch in der Ausprägung, oft die untere Extremität, die betroffen ist. Das zweite, ganz typisch für die Gruppe der SPA, sind die Sehnenansatzentzündungen, die Enthesitis. Und hier ein Kernspinnbild, wo die Plantarfaszie am Calcaneus-Knochen ansetzt. Und das, was hier weiß, auf dem rechten Bildteil weiß zu sehen ist, das ist die Entzündungsreaktion an der Sehnenansatzstelle. Auch typisch für die SPA die Dactylitis, also der Wurstzeh wie hier oder der Wurstfinger, wenn es zu einer Entzündung eines gesamten Strahls kommt. Und außerhalb des Bewegungsapparates haben wir im Auge vor allem die Manifestation der Anterior- und Uveitis oder auch Iritis.
die meistens akut auftritt, meistens nur ein Auge befällt. Und wir sehen bei axialer SPA Patienten häufiger mit einer Psoriasis und auch häufiger mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, also Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. All das muss berücksichtigt werden, wenn wir die Patienten behandeln. Die internationalen Empfehlungen von der ASAS und EULA zum Management der axialen SPA gibt es schon lange und sie werden regelmäßig überarbeitet. Die bis vor kurzem noch gültige Fassung war von 2017. Und was wichtig ist, ist hier auf dem Schema abgebildet. Links Patientenschulung, also Education über die Erkrankung, Bewegungstherapie ist wichtig. Der große Block in der Mitte, wir haben zwei große Medikamentenarten zur Verfügung. Einmal die nicht-steroidalen Antirheumatika, die NSAR, die sehr gut wirksam sind. Vor allem, wenn das Achsensklett betroffen ist. Und dann weiter unten Biologika. Wir haben bislang gehabt TNF-Inhibitoren und IL-17-Inhibitoren. Eine neue Substanzgruppe ist dazugekommen. Deswegen sind diese Leitlinien auch aktualisiert worden. Und nur bei peripherer Arthritis kann man Medikamente wie das Sulfasalazin einsetzen. Die aktuellen Management Recommendations von ASAS Euler sind just publiziert worden in Annals of Rheumatic Diseases und sind beim diesjährigen Euler-Kongress im Juni in Kopenhagen auch vorgestellt worden. Also hier, wer Interesse hat, kann hier gut nachgelesen werden. Wie bei vielen anderen Kriterien haben wir sogenannte Overarching Principles, also generelle Statements zum Management. Die sind hier zusammengefasst, auch unverändert zu den Vorversionen. A beschreibt, dass die axiale SPA eine potenziell ernste Erkrankung ist mit verschiedenen Manifestationen, dass man manchmal andere Fachabteilungen braucht, wie eben den Hautarzt oder den Magen-Darm-Spezialisten. Das primäre Ziel, das ist in B ausgedrückt, ist eine Optimierung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch Symptomkontrolle, durch Kontrolle der Entzündung, durch Verhinderung von Schäden, von Progressionsschäden und durch Wiederherstellung oder eben auch Normalisierung, Aufrechterhaltung von Funktionskapazität und sozialer Teilhabe. Das sind die Therapieziele. Dazu, um das zu erreichen, brauchen wir, das ist in C, in der Regel eine Kombination von nicht pharmakologischen und pharmakologischen Treatments, also Behandlungen. Und man muss sich immer klar sein, wir sollten das bestmögliche Mittel einsetzen, um den Patienten, die Patientin zu behandeln. Unsere Behandlung sollte aber immer auf einer Shared Decision beruhen, also eine Abstimmung zwischen Patientin, Patient und dem Rheumatologen, der Rheumatologin, dass beide auch mit der Behandlung genauso einverstanden sind. Und die Behandlung kann teuer sein, deswegen, wenn man die Wahl hat zwischen zwei gleich gut wirksamen Medikamenten, sollte man durchaus diese ökonomischen Aspekte berücksichtigen und vielleicht auch das günstigere Medikament dann wählen. Die Recommendations 1 bis 3 sind auch im Wesentlichen unverändert. Wichtig in 1, die Behandlung sollte individualisiert sein. Also wir gucken, was steht im Vordergrund für den Patienten. Ist es die Wirbelsäule, die Entzündung, gibt es andere Probleme? Und dann darauf die Behandlung auch ausrichten. Das Disease Monitoring ist hier genau beschrieben. Wir setzen Fragebögen ein, wie den BASDAI, den BASFI oder auch den ASTAS als Krankheitsaktivitätstest. Zusätzlich natürlich die klinische Untersuchung, Laborergebnisse, auch Bildgebungsergebnisse sind wichtig. Die MRT kann ja zum Beispiel Entzündung anzeigen. Und die Häufigkeit vom Monitor richtet sich eben auch danach, wie schwer der Patient gerade betroffen ist. Was auch wichtig ist, sind 3. Macht Sinn, sich zusammen mit dem Patienten ein Treatment-Target zu überlegen oder das zu definieren. Also wo will man hin? Denn dann kann man auch realistisch versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Ganz wichtig, alle Patienten sollten informiert werden über die axiale SPA, was sie machen kann, wie man sie behandeln kann. Und alle Patienten sollten ermutigt werden, auch regelmäßig Bewegungstherapien zu machen. Des Weiteren sollten sie ermutigt werden, mit dem Rauchen aufzuhören, sofern sie rauchen. Denn wir wissen, dass Patienten, die rauchen, ein schlechteres Outcome haben. Und Krankengymnastik, Physiotherapie als Rezept sollte durchaus erwogen werden. Das ist auch im Wesentlichen unverändert. Und das ist der obere Teil von dem Treatment. Algorithmus, also wir haben die klinische Diagnose bei allen Patienten, links sollte Physiotherapie, Bewegungstherapie, auf der rechten Seite neben der Education über die Erkrankung berücksichtigt werden.
Patienten, das ist dann in fünf Recommendations fünf, Patienten, die eben an Schmerzen leiden und auch Steifigkeit, das macht die Erkrankung typischerweise an der Wirbelsäule, sollten initial mit einem NSAR behandelt werden als First-Line-Treatment bis zur maximal erlaubten Dosis, natürlich unter Berücksichtigung von Nebenwirkungen und potenziellen Risiken. NSAR sind aber gute Medikamente und deswegen bei Patienten, die gut ansprechen auf NSAR, sollte auch die kontinuierliche Therapie mit einem NSAR durchaus durchgeführt werden, wenn das erforderlich ist, um eben Krankheitssymptome zu kontrollieren. Rechts sehen Sie immer in der kleinen Box den Level of Evidence, also wie gut sind die wissenschaftlichen Daten, das will ich noch kurz erwähnen. 1A ist zum Beispiel exzellent und dann sehen Sie noch den Grade of Recommendation. 5 ist immer das Schlechteste, das ist dann meistens nur Expertenmeinung. Also hier oben, wenn wir mit der pharmakologischen Therapie anfangen, Medikamente ersten Wahl sind die NSAR. Und wir sollten mindestens 2 verschiedene NSAR ausprobieren in maximaler Dosierung, bevor wir sagen, das reicht nicht, der Patient muss anders behandelt werden. Warum haben diese Medikamente, die werden ja durchaus als nicht so ganz unproblematisch angesehen, warum sind die so wichtig bei der Erkrankung? Wir haben seit vielen Jahren gute Daten, dass gerade bei dieser Erkrankung, bei der axialen SPA, die NSAR eine sehr gute Wirksamkeit zeigen. Fast jeder Zweite erfährt eine sehr gute Schmerzlinderung bis hin zu Schmerzfreiheit und immerhin zusätzlich ein Drittel etwas Schmerzlinderung und nur einen kleinen Teil können wir gar nicht behandeln damit. Also NSAR, ganz wichtige Medikamente für die axiale SPA. Die Empfehlung 6 bis 8 unverändert, da geht es um andere Schmerzmittel, also zum Beispiel Paracetamol oder Novamin, Sulfon, auch schwache Opiate, kann man noch zusätzlich nehmen, haben aber keinen hohen Stellenwert. Wichtig 7, wir setzen ja in der Rheumatologie viel Cortison ein, aber Prednisolon als niedrig dosiertes 5 oder 7,5 Milligramm hat keinen Stellenwert bei der axialen SPA, das soll man nicht machen. Und was wir auch wissen, bei der axialen SPA wirken Medikamente, die wir sonst sehr häufig einsetzen in der Rheumatologie, nicht, nämlich zum Beispiel Methotrexat oder auch Leflunomid oder auch Sulfasalazin an der Wirbelsäule wirken diese Medikamente nicht. Sulfasalazin kann man einsetzen, wenn eine periphere Arthritis das Problem ist, aber nicht bei axialer Beteiligung. Was Neues, und ich sagte es ja anfangs, wir haben eine neue Medikamentengruppe, das sind die JAK-Inhibitoren, 2 sind zugelassen, das Tofacitinib und das Upadacitinib für die axiale SPA. Und das ist die neue Substanzgruppe neben TNF-Inhibitoren und IL-17-Inhibitoren. Und deswegen wurde diese Empfehlung 9 auch angepasst, aktualisiert. Also TNF-Inhibitoren, IL-17-Inhibitoren oder JAK-Inhibitoren sollten Berücksichtigung finden bei Patienten, die eine anhaltend hohe entzündliche Aktivität haben, trotz eben Vorbehandlung mit NSAR. Current practice is to start a TNF-Inhibitor or IL-17-Inhibitor. Also man sagt, lieber erst mit einem TNF-Inhibitor oder IL-17-Inhibitor anfangen und nicht mit einem JAK. Warum ist das so formuliert worden? Der Hintergrund ist ganz einfach, nicht weil diese Medikamente besser wirksam sind. Wir haben gar keine direkten Vergleichsstudien, aber die Studien zeigen, alle 3 Gruppen sind gut wirksam. Nein, der Hintergrund ist, dass es zu dieser neuen Medikamentengruppe noch zu wenig Erfahrung bei der Erkrankung gibt, gerade im Hinblick auf Sicherheitsaspekte. Deswegen Current Practice ist zu Beginn mit einem TNF-Inhibitor, die kennen wir seit 20 Jahren und auch die IL-17-Inhibitoren seit einigen Jahren nun. Was neu dazu gekommen ist, wir haben gelernt, dass IL-17 und TNF-Inhibitoren unterschiedlich gut auf manche andere Manifestationen der axialen SPA wirken. Deswegen die ganz klare Empfehlung, ist da ein Patient, der hat häufig eine Uveitis oder der hat eine aktive chronisch entzündliche Darmerkrankung, Chronkolitis, dann sollte er präferenziell mit einem monoklonalen TNF-Inhibitor behandelt werden, mit einem monoklonalen Antikörper. Hingegen, wenn wir Patienten haben mit axialer SPA und erheblicher Psoriasis, dann ist wahrscheinlich ein IL-17-Inhibitor die beste Wahl für diesen Patienten, weil diese Gruppe von Biologika auf die Psoriasis besonders gut wirkt. Da sind wir im mittleren Teil von dem Behandlungsalgorithmus. Also der Patient ist nach wie vor entzündlich aktiv. Das wird gemessen mit dem ASTAS, größer als 2,1. Und auch der Rheumatologe denkt, ja, der Patient ist aktiv, der muss anders behandelt werden, NSAR reichen nicht. Und dann sieht man hier auf der rechten Seite Start TNF-Inhibitor, IL-17-Inhibitor oder JAK-Inhibitor, Current Practice, TNF oder IL-17.
Und dann auch eben auch die zwei Vermerke bei Psoriasis eher IL-17, bei Uveitis oder aktiver Darmerkrankung eher monoklonale TNF-Inhibitoren. Ja, das Schema, wann kommt es zum Einsatz von Biologika oder auch JAK-Inhibitoren? Zum einen ganz oben, die Diagnose muss korrekt sein. Wir wollen gewisse Hinweise auf eine entzündliche Aktivität haben, gerade bei der nicht-onkologischen axialen SPA, erhöhtes CRP oder einer Sarkolithis in der MRT. Versagen der Standardbehandlung. Standardbehandlung sind die zwei NSAR über 4 Wochen. Ist hier links nochmal in der mittleren Box dargestellt. Und ja, der Patient muss ausreichend aktiv sein, gemessen mit dem ASDAS als Messscore für Krankheitsaktivität. Und der Rheumatologe sollte auch denken, ja, der Patient braucht noch was anderes. Hier nochmal der ASDAS. Früher haben wir ja den BASTA hier gehabt in den Empfehlungen. Der ASDAS hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Er hat den Vorteil, da ist außer den Symptomen noch CRP mit drin. Und das sind die 4 Kategorien, die wir haben. Wenn der über 2,1 ist, dann sprechen wir von hoher oder sehr hoher Krankheitsaktivität. Unter 2,1 ist dann moderate oder niedrige Krankheitsaktivität bis hin zur Remission. Wenn wir so eine Therapie anfangen, egal mit einem Biologikum oder mit einem JAK, dann sollten wir spätestens nach 12 Wochen oder nach 12 Wochen, nicht spätestens, sondern nach 12 Wochen gucken, wie ist der Patient dann nach 12 Wochen, wie geht es ihm, wie geht es ihr. Und wir machen das wiederum auch mit dem ASDAS als Messinstrument der Krankheitsaktivität und der sollte sich um mindestens 1,1 gebessert haben. Und auch der behandelnde Rheumatologe sollte der Überzeugung sein, ja, der Patient profitiert von dieser Therapie und deswegen ist es Grund, diese Therapie fortzuführen. Hier gibt es eine neue Empfehlung, das ist die 11. Eigentlich ziemlich banal, aber wahrscheinlich muss es doch mal ausformuliert werden. Wenn ein Patient nicht anspricht auf Biologika, dann sollte damit getriggert werden, zu überlegen, warum ist das so? Und das fängt damit an, sich zu überlegen, stimmt überhaupt die Diagnose, die ich gestellt habe? Die ist nämlich in der Tat nicht so einfach zu stellen bei der axialen SPA. Und wenn sie stimmt, dann sollte man überlegen, gibt es vielleicht Komorbiditäten, Begleiterkrankungen bei dem Patienten, wie zum Beispiel eine schwere Depression oder auch ein Schmerzsyndrom, was eben das Ansprechen mit den Instrumenten, die wir nutzen, nicht richtig zum Ausdruck bringen kann. Das ist eine neue Empfehlung hier in den aktualisierten Recommendations. Dann, wenn das aber ausgeschlossen ist, der Patient ist aktiv, hat aber eben auf das erste Biologikum nicht angesprochen, dann soll man switchen. Da gibt es keine ganz klare Empfehlung, was man zuerst machen soll. Da hat man dann freie Wahl zwischen den 3 Substanzgruppen. Und das ist auch wichtig, wenn ein Patient in einer anhaltenden Remission ist, also das Medikament hat gut gewirkt, 6 Monate lang in Remission, keine Krankheitszeichen, dann wird Tapern empfohlen. Tapern heißt, wir strecken im Prinzip die Dosierintervalle, sind ja meistens subkutane Präparate, die Biologika, die gespritzt werden. Dann verlängert man einfach die Spritzintervalle und reduziert dadurch die Dosis. Das ist hier unten dann nochmal ganz rechts, also Sustained Remission, Consider Tapering, wenn ein Patient lange Zeit gut angesprochen wird. 14, 15, die sind unverändert, aber wichtig. Der Hinweis nämlich, es sind ja junge Menschen, die betroffen sind und bei manchen kann das ja sehr rasch voranschreiten. Und man sollte auch Operationen nicht außer Acht lassen, zum Beispiel auch einen Hüftgelenkersatz bei Patienten, die eine Coxitis und dann eine postentzündliche Coxarthrose entwickelt haben, auch wenn sie jung sind, das ist eine wichtige Botschaft. Und genauso Patienten, wenn sie sehr krumm sind, knöchern eingesteift sind, das war auf dem Bild zu Anfang zu sehen von dem noch recht jungen Mann, dann sollte man auch Aufrichtungsoperationen erwägen, aber diese sollten in spezialisierten Zentren durchgeführt werden. Und die letzte Empfehlung 15, auch der Hinweis, wenn sich der Rückenschmerz irgendwie ändert, akuter oder anders als sonst, sollte man auch gucken, ob es vielleicht eine andere Pathologie ist, die jetzt diese neue, andere Symptomatik verursacht, zum Beispiel eine Fraktur. Ja, wenn jemand stark verknöchert ist an der Wirbelsäule, kann allein durch kleinere Bagatelltraumata kann eine Fraktur entstehen und dem muss man dann nachgehen. Ja, das sind sie auch schon, die neuen 2022 Recommendations zur Behandlung der axialen SPA. NSAR bleiben nach wie vor First-Line-pharmakologische Behandlung. Der ASDAS und nicht mehr BASDAI ist jetzt gewählt worden als Instrument zum Messen der Krankheitsaktivität. Wir haben 3 Gruppen von
sehr gut wirksamen Medikamenten, TNF-Inhibitoren, IL-17-Inhibitoren oder JAK-Inhibitoren, wenn NSAR nicht ausreichen. Und hier eben die Empfehlung, Current Practice to start with a TNF oder der IL-17-Inhibitor aufgrund der noch nicht so großen Sicherheitsdaten für JAK-Inhibitoren. Dann Komorbiditäten berücksichtigen, bei Uveitis eher TNF-Alpha monoklonale Antikörper nehmen, bei Psoriasis eher IL-17. Dann neu eben, wenn ein Patient nicht anspricht auf diese Medikamente, nochmal nachdenken, stimmt meine Diagnose, hat der Patient vielleicht ein anderes Problem? Und das Tapering, also Reduzierung der Dosis bei Patienten, die lange Zeit in Remission sind. Damit bin ich am Ende des Updates. Vieles ist geblieben, ein paar neue Sachen sind dabei. Ich hoffe, es war von Interesse. Bald ist auch diese Aufzeichnung zu sehen, in einigen Tagen. Und als letztes möchte ich auch noch auf den nächsten Journal Club hinweisen. Der wird am 6. Dezember stattfinden, 18 Uhr mit Professor Martin Kriegel aus Münster. Und der wird ebenfalls hoffentlich spannende Sachen berichten. Vielen Dank. Vielen Dank für den aufschlussreichen Vortrag, Herr Professor Rudverneid. So, liebe ZuschauerInnen, das ist jetzt quasi eure Chance, eure Fragen noch in die Kommentarspalte zu schreiben, in YouTube oder Twitter. Wir beginnen jetzt mit der Diskussionsrunde, also nutzt die Chance, eure Fragen an einen Experten für axiale Spondyloarthritis zu stellen. Ich schaue mal rein, ob irgendwas gekommen ist. Noch sehe ich hier nichts. Gut, wenn hier noch keiner sich traut, was zu schreiben, dann fange ich einfach mal an mit ein paar Fragen, die ich zugespielt bekommen habe. Und zwar die erste Frage betrifft die Pathogenese. In der Therapie werden unter anderem auch Medikamente eingesetzt, die Interleukin 17 oder Interleukin 23 zum Ziel haben. Dabei handelt es sich um Zytokine, die insbesondere von Makrophagen und T-Helfer-17-Zellen produziert werden. Ist bekannt, ob diese Zellen bei der Pathogenese eine Rolle spielen? Ja, wichtige Frage. Die Pathogenese der axialen SPA ist gar nicht so leicht zu erforschen, weil man außer Blut nicht so gut an das Material herankommt, wo die Entzündung sich abspielt, nämlich an der Wirbelsäule. Das hat das durchaus schwierig gemacht. Es gibt aber histologische Untersuchungen von Patienten, die zum Beispiel operiert worden sind, die sich einer Aufrichtungsoperation unterzogen haben. Da hat man dann Facettengelenke zum Beispiel untersuchen können oder auch Wirbelkörper untersuchen können. Oder auch in den 90er Jahren hat man Biopsien gemacht von den Sakroekalgelenken. Und da hat man zum Beispiel TNF-Alpha nachweisen können, immunhistochemisch. Und genauso hat man in den neueren Untersuchungen IL-17 nachweisen können, IL-23 auch. Es gibt gute Mausmodelle auch, die zeigen, dass IL-23, IL-17 eine große Rolle spielen. Interessanterweise gab es aber auch klinische Therapiestudien mit Biologika, die IL-23 blockieren und die haben keinen Effekt gezeigt, sodass daraus gefolgert wurde, IL-17 spielt eine Rolle, kommt aber in der Kaskade, steht das weiter unten und IL-17 wird bei der axialen SPA durch andere Mechanismen induziert, stimuliert, aber nicht so sehr durch IL-23. IL-23 ist bei der Psoriasis relevant, das weiß man, da helfen auch Biologika gegen IL-23, aber bei der axialen SPA nicht. Vielen Dank. Ja, noch traut sich keiner so recht. Vielleicht haben Sie noch eine andere Frage. Genau. Dann mache ich gleich mal weiter. Und zwar, die nächste Frage betrifft die Therapie. TNF-Alpha-Inhibitoren werden auch in der Therapie der axialen Spondyloarthritiden verwendet. Jedoch spricht nicht jeder Patient auf diese Medikamente an. Gibt es denn bestimmte diagnostische Parameter, wie zum Beispiel bestimmte laborchemische Konstellationen, die auf ein gutes oder auch schlechtes Ansprechen auf TNF-Alpha-Inhibitoren hindeuten? Wichtige Frage, die uns alle bewegt, wo auch viel untersucht wird. Wir haben leider nicht die Antwort darauf. Oder die Antwort ist, nein, wir haben nicht diese Parameter. Deswegen war ja auch in den aktuellen Empfehlungen, wenn einer
eine weitere Therapie braucht, kann man TNF-Inhibitor nehmen oder IL-17 oder auch den JAK. Und warum der JAK eher an dritter Stelle steht, ist ja nur wegen der Sicherheitsdaten, die es noch nicht gibt. Wenn wir Parameter hätten, die sagen können, Patient A spricht besonders gut auf IL-17-Inhibitoren an und Patient B besonders gut auf TNF-Inhibitoren, dann wäre das ja wahrscheinlich in die Empfehlung auch mit aufgenommen worden. Ist es aber nicht, weil es die Daten leider nicht gibt. Ja, so ist es nach wie vor ein Stück weit Try and Error, zu gucken. Man fängt mit einem Medikament an, aber man hat, ja, abgesehen von den Komorbiditäten, nach denen man guckt, aber wenn die nicht vorhanden sind, keine Uveitis, keine chronische entzündliche Darmerkrankung, dann hat man quasi freie Wahl und kann probieren. Ja, aber dadurch passiert es auch, dass Patienten nicht immer von Anfang an das richtige Medikament bekommen. Wir haben aber andererseits, wissen wir, dass generell Patienten dann auf diese Medikamente ansprechen, wenn wir sicherstellen, dass auch eine Entzündung, eine akute Entzündung die Ursache für die Beschwerden ist. Ja, dann haben wir schon eine gewisse ja, Garantie, dass ein Patient sich bessern wird. Aber so richtig präzise sind wir da noch nicht in der Vorauswahl der Medikamente. Mhm. Oftmals wird ja auch eine Ernährungsumstellung hin zu einer Ernährung, die reich an Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren ist, empfohlen. Sollte man diese Substanzen ausschließlich durch die Nahrung zu sich nehmen oder ist es empfehlenswert, diese über Nahrungsergänzungsmittel, wo sie natürlich höher konzentriert sind, zuzuführen? Ich sage jetzt mal eine ganz persönliche Meinung dazu. Ich halte von Nahrungsergänzungsmitteln sehr wenig. Wenn man sich gesund ernährt, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, sich gesund ernähren, entzündungsfördernde Fette, die ja vorwiegend auch in Fleischprodukten vorhanden sind, die kann man vermeiden durch eine gesunde Ernährung. Das reicht dann aber auch schon. Es gibt keine Studien, keine Daten, betrifft auch die gesamte Rheumatologie, die zeigen, dass wenn man das durch Nahrungsergänzungsmittel noch hochschraubt, dass man dann irgendeinen Vorteil hätte. Ja, man gibt Geld aus, wenn man sich dadurch besser fühlt, ist das in Ordnung, aber ich sehe da wenig Nutzen drin. Okay. Hingegen gesunde Ernährung, das ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, die ganzen tierischen Fette können Entzündungsprozesse fördern und in der Rheumatologie haben wir es ja mit Entzündungen zu tun. Und wenn man das natürlich dann per se ganz am Anfang der Kette sozusagen ein Stück weit reduziert, das kann sicherlich von Vorteil sein. Mhm. Wie häufig sollte denn die Therapie angepasst werden? Also reicht es einmal, eine Therapie einzustellen oder muss die Therapie häufig verändert werden? Auch das ist nicht vorhersehbar oder vorhersagbar, weil, wie gesagt, wir haben keine Prädiktoren, welcher Patient worauf besonders gut anspricht. Deswegen, wir entscheiden uns für ein Medikament, dann behandeln wir den Patienten damit 3 Monate lang in der Regel, 3 bis 4 Monate. Und danach kann man gut ablesen, kommt der Patient damit gut zurecht oder nicht. Und wenn der Patient, die Patienten damit dann gut zurechtkommen, dann bleiben wir bei der Therapie und sie gut vertragen wird. Das ist ja der zweite wichtige Aspekt in der Behandlung von Krankheiten, muss ja auch gut vertragen werden. Wenn es nicht wirkt oder nicht vertragen wird, wechselt man die Therapie. Das hängt allein von diesen beiden Faktoren ab, Verträglichkeit und Ansprechen auf die Therapie. Okay. Wir haben eine Frage von einer Zuschauerin bekommen. Sie fragt, wie kann ich JAK-Inhibitoren tapern? Einnahme jeden zweiten Tag? Gute Frage, weiß keiner so richtig, aber genau das wäre der Vorschlag, jeden zweiten Tag das zu nehmen. Die haben ja eine sehr kurze Halbwertszeit, aber das wäre die Überlegung, das so zu machen, ja, jeden zweiten Tag. Okay. Dann gibt es Formen der axialen Spondyloarthritis, bei denen eine Physiotherapie ausreicht oder sollte man immer auch medikamentös behandeln? Es gibt tatsächlich auch eine Reihe von Fällen, die einen milden Verlauf haben. Mhm. Wenn wir sie diagnostizieren, werden sie ja diagnostiziert in der Regel, weil sie Beschwerden haben. Mhm. Und dann behandeln wir auch die Patienten. Und in der Regel ist das eine Kombination aus Physiotherapie, Bewegungstherapie und dann auch den NSAR als First-Line-Treatment. Aber wenn dann die Entzündung zur Ruhe kommt, und da gibt es durchaus Patienten, die danach dann auch Ruhe haben und es nicht wiederkommt, die sind dann allein mit Bewegungstherapie gut bedient. Ja, die Frage ist, ob sie dann überhaupt noch Bewegungstherapie benötigen. Das ist eine zweite Frage, aber wir werden das auf jeden Fall empfehlen. Im Zustand der akuten Entzündung
ist die Bewegungstherapie auch wichtig, um die Symptome, um die Schmerzen zu lindern. Das berichten viele Patienten. Wenn die regelmäßig dann ihre Übungen zu Hause machen, regelmäßig in Bewegung sind, haben sie weniger Schmerzen, sind weniger steif als Patienten, die das nicht machen. Also der Benefit ist vor allem da, wenn akute Entzündung da ist. Der größte Benefit ist, wenn die Entzündung dann mal abklingt. Diese Fälle gibt es ja auch, das weiß keiner so richtig. Okay, dann noch eine letzte Frage. Inwieweit werden Therapieansätze wie Hyperthermie, Magnetfeldtherapie, Ultraschall und Elektrotherapie angewandt? Die tauchen in den Recommendations nicht auf und sie tauchen aus zwei Gründen nicht auf. Zum einen gibt es keine wissenschaftliche Basis für die Wirksamkeit all dieser Verfahren. Und zum anderen gibt es auch keine Expert Opinion, also keiner der Rheumatologen der Beteiligten hat gesagt, das ist eine super Therapie, die müssen wir mit aufnehmen. Das ist übrigens nicht nur für die axiale SpA so, sondern ich war auch an anderen Leitlinien beteiligt, zum Beispiel zum Rückenschmerz, zum ja, unspezifischen Rückenschmerz, da ist es genauso. Auch da gibt es keine Daten, dass diese Therapien irgendeine Wirksamkeit haben. Sie werden gemacht, sie werden angeboten, damit wird auch Geld verdient. Der Einzelne mag davon vielleicht auch mal profitieren, aber es gibt keine harten wissenschaftlichen Daten, dass es vernünftige Therapien sind. Gut, dann würde ich sagen, war's schon der heutige JC Rheumatology. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Rothverleit, und natürlich auch bei euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für euer Interesse und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, beziehungsweise folgt uns. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am 6. Dezember wieder, dann mit Professor Kriegel. Und bis dahin, ciao. Tschüss, vielen Dank.